Wie cool! Doug Fang! Oh Mann, Dance, du kannst gleich mal meinen Schläger kennenlernen! Doug, beruhig dich mal mit deinem Schläger! Wow! Sei vorsichtig! Das ist überhaupt nicht lustig, Chuck! Oha! Leute, lasst uns von hier verschwinden, sonst erwischen die uns auch noch! Verdammt, ich stecke in Schwierigkeiten. Was hast du getan, du blinde Kuh? Deine Rezeption ist voll kaputt, Mann. Es tut mir leid, Mandy, das wollte ich nicht. Wenn du es nur so meinen würdest. Rollschuhe sind auf dem Campus nicht erlaubt. Ihr habt die Regeln gebrochen. Aber es gibt keine solche Regel, Chuck. Doch, es gibt sie. Ich hatte nur keine Zeit, sie zu veröffentlichen. Und warum fährt Benz dann mit seinem Penny über den Campus? Weil man mit Skateboards anders fahren kann als mit Rollschuhen. Was ist daran nicht klar? Aber das ist nicht fair! Verzeih uns dieses Mal, bitte. Wir sind weg. Stehen bleiben! Keine Gnade, ihr werdet bestraft. Wählt jetzt. Entweder wir holen Lehrer Max oder wir nehmen eure Rollschuhe. Gibt es eine dritte Möglichkeit? Na klar. Ich sperre euch in den Schrank und mach das Licht aus. Niemand hat Angst vor deinem Kleiderschrank, Chuck. Lass dir was Neues einfallen. Ich will ihnen meine Rollschuhe nicht geben, Steph. Dann werden sie Lehrer Max anrufen, der uns bestrafen und die Rollschuhe trotzdem mitnehmen wird. Vielleicht sollten wir den Schrank wählen. Wir werden wenigstens noch unsere Rollschuhe haben. Niemals. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Okay, wir geben die Rollen. Wofür entscheidet ihr euch also? Wir geben die Rollschuhe ab. Richtige Wahl. Ich würde dasselbe tun. Rollschuhe abgeben. Bewegung. Großartiges Spiel, Leute. Ja, es hat mir gefallen. Ich habe ein wenig geschwitzt. Hulk, aber wann lernst du endlich zu passen? Er hat recht. Wegen dir hätten wir fast gegen die andere Schule verloren. Ich mache immer überragende Pässe. Aber manche Leute wissen nicht, wie man fängt. Hulk, wenn du so weitermachst, dann werden wir alle Wettbewerbe verlieren. Verstehst du? Ja, Mann. Hör besser auf damit. Okay, Leute. Ich werde es besser machen. Sind sie auch nicht? Oh, sucht ihr nach mir, Mädels? Ha! Träum weiter! Wir würden nicht nach dir suchen, du selbstgefälliger Mistkerl. Hier stinkt es nach Schweiß. Es stinkt zu stark. Das ist mein Schweiß. Wir haben gerade ein bisschen Basketball gespielt. Und jetzt bin ich ein bisschen verschwitzt. Igitt! Was für wichtige Informationen von dem dümmsten Kerl auf dem Campus! Ich bin nicht dumm. Ihr seid dumm. Hat man dir nicht gesagt, dass es nicht gut ist, Mädchen zu beleidigen? Mädchen, eigentlich habt ihr angefangen zu beleidigen. Ja, Hulk hat sich nur gewehrt, okay? Wir sind Top-Girls und dürfen alles. Und ich bin ein Top-Typ. Igitt, jetzt wird mir gleich schlecht. Ich sollte besser gehen. Also, wollt ihr nur dastehen und uns anstarren? Okay, ich zieh mich jetzt um. Ich auch. Ich auch. Chuck, hast du schon bekannt gegeben, dass Rollschuhe auf dem Campus nicht erlaubt sind? Ja, Max, das ist genau das, was ich tue. Gut, großartig. Sorge dafür, dass jeder es weiß. In letzter Zeit gibt es eine Menge Rollschuhe auf dem Campus. Das ist ein Rollerpark geworden hier. Max, mach dir keine Sorgen, ja? Officer Chuck hat alles unter Kontrolle. Okay, ich bin weg. Ich habe noch viele Dinge zu tun. Hey, Chuck, ich habe heute ein Date. Wow, Max, du Tiger. Chuck, nenn mich nicht Tiger, okay? Ich bin kein Tiger mehr. Ich bin ein Löwe. Was für ein Löwe dieser Tiger ist. Lehrer Max, du bist der Beste. Ich beschlagnahme diese Rollschuhe. Ich gebe sie euch nach dem Unterricht zurück. Ich liebe es, wenn jemand in Schwierigkeiten gerät.
Goofy. Wie konnte er das nur wissen? Jetzt bin ich dran. Punker! Nein. Das war auf jeden Fall Dylan. Nein. Nein. Bubble. Nein. Oh Mann. Schauen Sie, Verlierer. Idioten. Bubble? Nein, nein. Bubble. Nein. Die Verlierer sind lustig. Wie? Sie sind immer so glücklich. Sag nicht, dass du dich ihnen anschließen willst. Nein, natürlich nicht. Aber das Spiel ist lustig. Alter, das war Goofy. Wie geht das? Goofy, streng dich an. Blödes Spiel. Ponka? Sich gegenseitig auf den Kopf zu schlagen, macht sie glücklich und sie haben keinen Verstand. Vielleicht sind sie deshalb so glücklich. Schau, Angie, Bubble hat dir einen Kuss zugeworfen. Der ist mir unheimlich. Ein gelber Ball. Er ist so ein Macho. Leute, schaut mal, das Puzzle. Angie, ich bin's leid, dir hinterher zu laufen. Warum benimmst du dich wie eine Königin? Weil ich eine Königin bin. Gib mir meine Krone, Yin. Halte das. Hier ist die Krone. Siehst du? Ich habe eine Krone. Das ist nicht lustig. Nicht mal ein kleines bisschen. Das ist das letzte Mal, dass ich dich frage, willst du mit mir ausgehen oder nicht? Was würde passieren, wenn ich sagen würde, nein? Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber ich würde sagen, du antwortest ja. Verstehst du denn nicht? Angie will sich nicht mehr mit dir treffen. Sie mag dich nicht mehr. Danke, Yin, dass du das alles erklärt hast. Yin, mit dir hat niemand geredet. Sei besser ruhig. Bring mich nicht zum Schweigen, du Klugscheißer. Ruhig, Yin, beruhige dich. Also, Angie, was soll ich tun, damit du wieder meine Freundin wirst, hä? Kannst du wiedergeboren werden? Was zum Teufel? Natürlich kann ich das nicht. Nun, dann tut es mir leid. Pech für dich. Was lacht ihr denn so, ihr Dummköpfe? Das war echt hart, Bruder. Goofy, weiter. Lass uns weiterspielen. Dylan? Oh, Mann. Au. Hey, Doug, hast du Chris die versprochenen Rollerblades besorgt? Nein, noch nicht. Aber ich habe mir einen neuen Schläger gekauft. Aber du hast dir die Rollschuhe versprochen. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich werde sagen, dass meine Brieftasche gestohlen wurde. Oh, das ist die Idee. Ich werde Lola auch sagen, dass meine Brieftasche gestohlen wurde. Ist das euer Ernst? Was für eine Brieftasche? Das werden sie euch eh nicht glauben, okay? Dann werde ich ihr sagen, dass ich Obdachlosen geholfen habe und ihnen mein ganzes Geld gegeben habe. Na, das ist doch schon viel besser. Mir ist das egal. Ich werde sagen, dass meine Brieftasche gestohlen wurde. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, Rollschuhe! Heiliger Strohsack, Chuck fährt auch Rollschuhe? Er hat mehrere. Leute, nehmen wir diese Rollschuhe einfach und schenken wir sie unseren Mädchen. Oh, ich nehme die rosanen hier, genau wie meinen Schläger. Und was ist mit der Kamera, ihr Dummköpfe? Chuck wird sehen, dass wir sie gestohlen haben. Ach Junge, die Kamera ist kein Problem. Benz, ich heb dich hoch und du deckst sie mit deiner Hand ab. Und du stiehlst dann die Rollschuhe. Dance, beeil dich, komm schon. Aha. Wo sind unsere Freunde? Sie haben uns versprochen, uns heute Rollschuhe zu schenken. Ich hoffe, dass sie ihr Versprechen einhalten. Träumt weiter, Mädels. Sie sind wahre Blubberer. Sie werden euch nicht einmal ein Rad der Rollschuhe geben. Du bist nur eifersüchtig, Laura. Gib es zu. Du hast keinen Freund, aber Chris und ich schon. Ich bin eifersüchtig? Pfuh, ich kann alle Jungs zu meinen Füßen haben, wenn ich nur will.
Es ist nur, ich mag niemanden. Sieh an, das glaub ich dir nicht. Hey Mädels! Los! Oh, da sind sie. Kommt ihr mit leeren Händen? Das ist für dich, Baby. Sind das Rollschuhe? Das kommt so plötzlich. Du bist der beste Freund, Duck. Weiß ich. Dance. Das ist für dich, meine liebste Lola. Donnerwetter, mein Freund hat mir Rollschuhe geschenkt. Du bist der beste Dance. Ich hab dir gesagt, dass ich dich so in der Luft halten kann. Du bist ein starker Mann. Und wo ist mein Junge mit Rollschuhen? Laura, willst du auch Rollschuhe haben? Nun ja. Ja und? Nun ja, wenn du mein Mädchen wärst, dann würde ich dir Rollschuhe schenken. Aber jetzt, naja, du weißt schon. Aber ich kann dich auf eine Fahrt mitnehmen, auf meinem Pennyboard. Blöd, Mann. Ich werde deinen Penny nicht fahren. Fahre ihn doch selbst. Lass uns auf den Rollschuhen fahren, Chris. Auf geht's. Verlierer. Mein Pennyboard ist das Beste. Wir haben unsere Mädchen echt glücklich gemacht. Hoffentlich finden sie nicht heraus, dass wir die von Chuck gestohlen haben. Keine Sorge, es ist alles in Ordnung. Wow, Chris sieht so großartig mit diesen Rollschuhen aus. Mm. Tragen Sie unsere Rollschuhe? Warum hat Chuck Ihnen unsere Rollschuhe gegeben? Kümmern wir uns um Sie? Was zum Teufel fahrt ihr auf unseren Rollschuhen? Was? Das sind unsere Rollschuhe, nicht eure. Ja, das sind die Rollschuhe unserer Mädchen. Zieh sie aus, das sind meine. Ich erkenne meine aus einer Meile Entfernung. Und das sind meine. Sagt's den Kleinen, dass ihr uns diese Rollschuhe gekauft habt. Sagt es ihnen, schweigt nicht. Ja, wir haben diese Rollschuhe gekauft und sie waren die letzten im Laden. Da seid ihr wohl wieder am Lügen. Ich bin es leid, hier zu fahren. Lasst uns rausgehen. Hey Leute, schreibt in die Kommentare, sind das unsere Rollschuhe oder die der Tennisspielerinnen? Like dieses Video und abonniert unseren Kanal. Klickt auf das Glockensymbol und bleibt dran für unsere neuen Episoden. What's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my class. Boy, what's your style? What you drinking?